Die ist ja schon total fest. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch nehmen kann. Ich muss mich ranhalten. Ich gebe nochmal Wasser dazu. Also ich habe hier Modelliergips und damit arbeite ich gar nicht normalerweise. Jetzt wollte ich das ausprobieren und das zieht aber so schnell an, dass das bestimmt gar nichts bringt. Also ja, erstmal meine Werkzeuge zeigen, aber ja, ich lege es einfach hier rüber und fange jetzt an und gucke mal, ob es überhaupt noch funktioniert. Naja, das ist schon so fest. Eieiei, das geht irgendwie nicht. Dann vielleicht, wenn ich noch Wasser raufgebe, aber ich glaube, selbst dann löst die sich nicht mehr. Ja, also normalerweise, ich gebe ja nicht so schnell auf, aber hier, glaube ich, hat es keinen Sinn, aber ich muss sowieso die Werkzeuge sauber machen und dann probiere ich es jetzt hier einfach nochmal, aber nee, komm ey, das geht ja gar nicht. Ja, ein bisschen wird es noch weich, aber jetzt ist der Keilrahmen auch, also auf dem Brett könnte man jetzt was wahrscheinlich verteilen, aber hier ist jetzt echt, tja, schau dir das an. Sieht aber schön aus, oder? Ja, ich hole mal kurz ein Brett. Moment. Ja, das ist also Modelliermasse, die jetzt vielleicht 5 Minuten noch nicht mal also im Töpfchen war. Und ja, jetzt könnte man bestimmt was Schönes daraus modellieren. Macht auch Spaß. Wer das machen will, soll das jetzt tun. Ja, ich muss mir eine neue Masse anrühren. Moment. Hier gibt es zweiter Versuch. Ja, also das scheint jetzt zu funktionieren, aber ich muss mich ranhalten. Ich muss mich wirklich beeilen. Ich merke schon, das zieht schon wieder an. Und ich kann es jetzt aber gut verstreichen, aber ja, ist auf jeden Fall nicht so, dass man sich hier Zeit lassen könnte. Deswegen ziehe ich noch mal eben eine Linie rein, weil das war eigentlich mein Plan. Ich wollte so ein bisschen, ja, so wellenartig, so Korallenriff-mäßig irgendwie was hier hin machen. Soll heute mein Werkzeug sein, also nicht nur eben beim Auftragen, sondern auch gleich. Und ja, ich färbe das jetzt hier so ein bisschen weiß ein. Ja, also es ist schnell getrocknet gerade und jetzt färbe ich es halt ein bisschen ein. Die Farbe zieht schnell ein. Also ja, das Muster ist ein bisschen anders geworden, als ich wollte. Jetzt gieße ich meine flüssige Farbe dazu. Ich wollte heute mal gelb nehmen, mal was anderes. Ja, okay, das ist jetzt eine Belohnung. Weil es war echt müßig gerade. Und gut, ich will ein neues Material ausprobieren und dann passiert das halt. Ich habe es mir vorher schon gedacht, aber wie das halt so ist, probiert trotzdem. Völlig egal. Verstreiche das Weiß noch mal ein bisschen, dann habe ich noch mal so unterschiedliche Gelbtöne. Das finde ich ganz gut. Jetzt nehme ich Pink, darauf freue ich mich. Ja, das finde ich ganz schön. Und jetzt versuche ich halt mit dem Werkzeug mal sehen, wie das so in die Strukturen reinläuft oder auch nicht und wie sich die Farbtöne vermischen oder auch nicht. Das ist so das, was ich jetzt ursprünglich überhaupt machen wollte, weswegen ich überhaupt die Paste auch drauf habe, weil ich so die Struktur damit einbinden wollte.
klar. Durch das Weiß wird es halt nicht so sehr orange. Das wollte ich eigentlich eher haben, aber es funktioniert nicht. Aber die Muster sind schön. Das ist ein tolles Orange, das gefällt mir richtig gut. Und genau, jetzt nehme ich nochmal mein Werkzeug. Mache ich auf jeden Fall sauber, weil ich will den Orangeton jetzt nicht versauen. Deswegen Werkzeug sauber machen und dann hier reinziehen und gucken, was so passiert. Das Pink finde ich auch schön. Das will ich auch so lassen. Deswegen immer Werkzeug sauber machen oder eben einen zweiten da liegen haben. Und jetzt ziehe ich das hier nochmal so ein bisschen rüber. Mal gucken, was jetzt so entsteht. Das ist halt schön, gerade mal entspannend und schön bunt. Und ja, das tut gerade ganz gut. Das macht auch Spaß. Das läuft hier ganz schön über die Struktur. Also das Werkzeug kannst du toll über die Struktur ziehen und ziehst immer so ein bisschen Farbe mit. Und darüber entsteht ein schönes Muster. Und ja, man kann sie bestimmt noch mehr fließen lassen. Aber dann geht mir so der Farbton, also die Intensität so verloren. Und deswegen mache ich es nicht flüssiger. Was für ein schöner Kracher. Und wenn das jetzt mit der Paste funktioniert hätte gleich von Anfang an, wäre es auch total schnell und einfach gewesen. Also so kannst du mal ein buntes Kunstwerk machen. Und was eindrucksvoll ist, wenn es an der Wand hängt, einfach einen kleinen Farbtupfer. Du kannst natürlich auch komplett die Bilder, die Leinwand ausmalen. Das mache ich gleich noch, aber ich lasse das erstmal so wirken. Und es muss sowieso erstmal trocknen. Und deswegen kann ich jetzt sowieso gerade nichts machen. Können wir uns auch hier die Blumen angucken, den Oleander anschauen. Der blüht hier so schön. Die Blüte sieht auch richtig schön aus, finde ich. Also diese 5 Blätter, die habe ich im Urlaub sehr oft skizziert und habe dann gesehen, wie toll die innen drin noch aussieht. Also nur übers Skizzieren. Herrlich heute, obwohl es frisch. Also es sieht warm aus, aber es ist sehr kühl. Aber sehr schöne Luft, ganz angenehm. Ja, das mache ich dann immer. Ich gucke dann immer mal hier raus. Jetzt koche ich mir gleich einen Kaffee, mache die Werkzeuge alle sauber. Das trocknet in der Zeit, das Bild. Und ja, dann gehe ich da hinten hin. Da hinten ist die Küche. In der Ecke und davor ist auch das Waschbecken. So, das gefällt mir gut, aber ich mache es trotzdem noch mal farbig.
die Farben brauchte ich jetzt einfach. Da ist jetzt alles drin: Himbeereis, Mango, Erdbeer. Ja, kein Schoko fehlt, aber macht nichts. Das sind die Farben des Sommers. Das lacht mich jetzt an und macht echt gute Laune. Also, mach's gut! Mit Strukturen zu arbeiten macht total viel Spaß, und das Bild, auch wo es dann weiß war und nur die leichte Struktur dann darunter hatte, war das nochmal irgendwie was Besonderes im Bild. Also man kann es nicht so schnell ergründen, und nur mit den Farbklecks ist es halt sehr schnell zu erfassen, und dann denkt man so, ah, da ist noch was, da spielt noch so ein Schattenspiel mit, und das fand ich auch sehr schön. Also sowas kann man auch schnell mal machen, wenn es denn mit der Paste funktioniert. Aber so siehst du halt direkt auch, dass auch ich experimentiere und es auch nicht immer funktioniert, und dann ist es halt so. Also dann muss man halt sich da durchackern, oder man sucht sich eine andere Lösung. Und ja, das gehört auch mit dazu. Also schön, dass du hier bist. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke für dein Abo. Herzlichen Dank. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank. Und danke für deinen lieben Kommentar. Mach's gut. Tschüss.